Hi Björn, also du wolltest doch dieses tolle Ranma Gameboy-Spiel sehen und ja, weil so jung kommen wir ja nicht mehr zusammen, würde ich doch mal sagen, zeige ich das mal. Ich habe es hier auf einem Emulator gefunden. So, ich weiß selber leider nicht mehr so 100% genau, worum es da ging. Also das ist jetzt für uns alle hier ein bisschen überraschend vielleicht. Man muss jetzt hier ein Setting wählen. Ich nehme mal dieses, es sieht aus wie ein Bauernhof. Ist okay. Ich glaube, man musste irgendwie Sachen in der Gegend rumschieben und, ah ja, genau, also man muss irgendwelche Viecher kaputt treten und am Ende so eine Tussi, der muss man begegnen. Ja. Klingt jetzt verwirrend, aber mich selber hat's jetzt auch verwirrt. Und genau, wenn man den Wassereimer schnappt, dann mutiert man. Also, ich muss ja sagen, gut, ich habe jetzt durch dein Review so ein bisschen was davon gesehen, aber selber kenne ich das überhaupt nicht und allgemein bin ich auch nicht so der große Anime-Fan. Insofern, das hier ist jetzt so ein bisschen freischwimmend. So, also das Ding da ist schon mal kaputt. Und hier gibt es auch lustige Dinger, so Handschuh, Schleife. Und da ist jetzt dieser Panda-Bär, also dieser komische alte Typ, der wie so auch immer in Panda verwandelt wurde. Nehmen wir das doch einfach mal so als gegeben hin. Oh, wo sind die alle? Ach, da ist schon die Tussi. Die so schnell rennt. Die muss man normal irgendwie einsacken. Aber die rennt so schnell. Ah. Bah. Oh. Na, das war die falsche Tussi, die ich eingesackt habe. Runde 1. Ja, ready. Ja, ich bin ready. Dum badadam bam bam badadam bam bam. So, und jetzt wird's ja wieder warm und deshalb ist es jetzt wieder diese andere. Und die kann die Dinger viel weiter treten, was eigentlich viel besser ist. Also die, wenn die dann irgendwas lostritt, dann fliegt das erstmal über den halben Bildschirm und macht alles kaputt, was das erwischt. Voll schön. Ja. Ich hab's schon mal woanders, in einem anderen Video mal erwähnt. Ich hatte damals aus sehr dubiosen Quellen so dubiose Cartridges mit so 100 Gameboy-Spielen in einem. Das habe ich damals schon fast nicht geglaubt und haben auch viele andere nicht glauben können, dass es sowas gibt. Aber ha, ich weiß auch nicht, woher das kam. Und das waren dann auch immer so Mogelpackungen. Da hieß es dann 101 Spiel in einer Cartridge und de facto waren es dann aber nur, sagen wir mal, 40, 50 Spiele, was auch noch viel ist, die dann eben unter mehreren Titeln drin standen. Also dann gab's, was weiß ich, zum Beispiel Battle City, das gab's unter Battle City, Tank Game und sonst was. So, und so geht das immer lustig weiter, aber hier ist noch ein ulkiger. Ah ne, das ist so der Pac-Man-Style. Man geht zur einen Seite raus und kommt zur anderen wieder zurück. Ja, nee, jetzt hast du es ja gesehen, wie es aussieht. Ich hoffe, du hattest wahnsinnig die Freude und läufst jetzt den Rest des Tages tanzend und frohlockend umher. Ich sag mal tschüss.